Todesdrama bei der Neuen Post. Wie wird der Bauer Verlag diesen schweren Abschied nur verkraften? Ja, das ist die Frage der Woche. Seit 2014 war Roland Haag Chefredakteur beim Klatschblatt Neue Post. Angefangen hat er irgendwann mal als Fotograf bei einer Regionalzeitung, dann war er beim Gong Verlag, Klatschreporter, Chefreporter, ein bisschen bei der Funke Mediengruppe und dann bei der Neuen Post, einem echten Kracherprojekt, wie der Bauer Verlag mitteilt. Neue Post unter der Leitung von Roland Haag zählt seit über 65 Jahren zu den 10 größten und erfolgreichsten Zeitschriften in Deutschland und steht bei seinen Leserinnen und Lesern für gute Unterhaltung und beste Qualität. Na klar, beste Qualität für die schlichtesten Bedürfnisse. Wieso ist das nochmal interessant? Das große Interesse an der Unterhaltung gründet sich natürlich auf dem Bedürfnis, einmal aus dem Alltag zu entfliehen. Und da gehört natürlich auch seit Menschengedenken Klatsch und Tratsch dazu. Und natürlich gibt der Bauer Verlag deshalb seit Menschengedenken Klatsch- und Tratschblättchen heraus. Super Freizeit, gute Freizeit, Freizeitwoche, Woche heute. Naja, und in der Neuen Post sieht die gedruckte Alltagsflucht dann zum Beispiel so aus. Horst Lichter, Lebensgefahr. Alles über die schlimmen Stunden in der Klinik. Ja, was hat er denn da, Horst? Ist es schlimm? Naja, es geht um Sportunfall, den er vor 46 Jahren hatte, im Alter von 11. Oder hier. Helene Fischer, bittere Enthüllungen. Ihr neuer Freund betrügt sie. Ja, weil er bei Facebook angeblich eine Rolex-Seite geliked hat, also Luxus, bäh. Jetzt zeige er sein wahres Gesicht, schreibt die Neue Post. Liebt er sie wirklich oder will er nur an Helenes Geld? Ja, so ist sie, diese... Beste Qualität. Und noch mehr Top-Qualität hat die Neue Post, wenn es um ein anderes Klatschblatt-Thema geht. Der europäische Hochadel bedient ein weiteres psychologisches Grundbedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit und Beständigkeit. Das Thema Adel bleibt modern und spannend. Wenn zum Beispiel Kate in London ein Kleid von der Stange trägt, dann ist es am nächsten Tag überall ausverkauft. Ja, und wenn Kate in London ein Kleid von der Stange trägt und sich kurz die Hand auf den Bauch legt, dann titelt die Neue Post: Ja, es wird ein süßes Mädchen. Na klar, wussten die bei der Neuen Post schon 15 Monate vor der Geburt, diese Füchse da. Und dann kam es ja auch endlich zur Welt, dieses süße, kleine Junge. Beste Qualität. Sie haben es halt nicht so mit Fakten bei der Neuen Post, aber gibt es nicht schon mal Ärger? Haben Sie auch manchmal Kontakt mit den Anwälten der Adligen? Mit den Anwälten der Adligen eigentlich weniger, weil... Weil die so sind, die Adligen und die Neue Post. Da ist es wirklich so, dass es immer ein Geben und Nehmen ist, man die Themen vorher abspricht und sich trifft und nee, da haben wir überhaupt keine Probleme. Das ist bei Prominenten natürlich, wir sind hier in Potsdam, da gibt es so den einen oder anderen, das ist natürlich da schon anders. Der ein oder andere aus Potsdam, deshalb sieht die Neue Post auch nach Erscheinen öfters so aus. Aber ach, Hauptsache erstmal unter das Volk gebracht, den Quark. Rund eine 500.000 Hefte verkauft die Neue Post pro Woche. Das ist etwas mehr als der Stern, macht rund 25 Millionen Hefte im Jahr. Trauern wir kurz um die Bäume, die dafür sterben mussten. Und nun müssen die Neue Postleserin um Roland Haag trauern. Er räumt seinen Posten als Chefredakteur auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Damit stirbt eine Ära, so traurig. Aber sein Nachfolger Eike Lange wird bestimmt auch wieder so fetzige Titel präsentieren wie Camilla, sie trinkt wieder. Hans Siegel, sein Leben mit zwei Frauen. Bettina und Christian Wulff, der Mörder stand schon in der Tür. Ach Mensch, der Roland Haag, ganz liebe Grüße und beruflich weiterhin. Alles, alles Gute. Ach ja, übrigens, noch mehr irre Klatschblattgeschichten und das noch irrere Schlagzeilenbasteln dazu findet ihr bei uns auf der Seite bei übermedien.de.